Abelmir, hättest du keinen guten zwergischen Namen kriegen können? Ich bin ein Mensch, was soll ich mit einem zwergischen Namen? Ja, dann hättest du wenigstens einen schönen Namen. Aber ja, Abelmir, geh voraus. Gut. Also, hier. Wie heißt du nochmal? Alrik? Alrik, geh voraus. Alaric, mein Herr. Ja, da. Alaric. Ja, hier. Gutes immer. Ihr müsst aufpassen. Ihr dürft den Leuten, wenn ihr euch fragen, zu welcher Mannschaft ihr gehört, immer aufpassen. Fragt sie erst, welche Mannschaft sie denn wollen, sonst kann es sein, dass sie euch gleich eins in die Fresse hauen. Gibt es hier mehr als eine Mannschaft? Ja, es gibt ganz viele immer. Ja, jetzt fängt er an, einen Monolog über die Immern-Mannschaften von Gara zu halten. Erzählt ihr was über das Südquartier, jeder hat seine eigenen Mannschaften, die werden in den Straßen spielen. Teilweise erzählt ihr dir auch was über die Bettlerviertel, die dann hier innerhalb der Stadt konkurrieren. Es dauert. Derweil erwacht Jalan im blutigen Schnee. Gelb hat er sich teilweise verfärbt. Es riecht immer noch nach Schwefel und du siehst eine Person, die jetzt gerade an dich herantritt, wohl etwas schüchtern. Mein Herr, geht es euch gut? Oh. Er reicht dir die Hand, um dich nach oben zu ziehen. Ich nehme die dann auch, richte mich erstmal auf, taste an meinen Kopf, finde erstmal raus, wo ich aufgeschlagen bin. Ja, direkt vom Pferd herunter, gegen dann, ja, so eine Häuserwand, da dann runtergerutscht in den matschigen Schnee und die Kinder, ja, allesamt weg. Keine Spur mehr von denen zu sehen. Wurde es wohl auch nicht beklaut. Das ist wohl nicht das hehre Ziel von diesen beiden gewesen. Aber die Botschaft wurde überbracht und du kannst erkennen, wie in deinem Plattenpanzer, beziehungsweise, du hast die Rüstung nicht an, ne? Wir haben nur die Watte an, weil es Nur kalt die ist. Watte. Ja, dann ist durch die Watte hindurch, da wo dein Siegel war, das Siegel der Schnattermoos, ist weggebrannt und ein großes lilanes Loch, was auf deiner Brust klafft und über weiter in den Schnee blutet. Ich knie mich dann erstmal auf, schau mal meinen neuen Begleiter an. Ich hab wohl gesehen, dass sie euch angegriffen haben, aber bei solch dämonischen Kindern, da habe ich mich nicht rangetraut. Verzeiht. Das macht ja nichts, dämonische Kinder. Ich richte mich dann auf die Beine, streiche nochmal, Wäre ich doch in Andergast geblieben. gehe in meine Kleidung knapp. Andergast, er sagt dir noch gleich, seid ihr? Ich habe mich noch nicht vorgestellt, mein Herr. Wilfried Schmied, aber ihr könnt mich auch Wunderhammer nennen. Wunderhammer. Ich bin Jalan Greifenmund. Es ist eine Freude, mich angesichts der Umstände kennenzulernen, Wunderhammer. Ja, verzeiht, ich hätte vielleicht etwas tun können, aber sie haben euch auch nicht getötet oder so etwas. Ich weiß nicht, ob ich dann angegriffen hätte, aber naja, zumindest ging alles so schnell und dann habe ich nur noch zugesehen. Ich blicke an meiner Kleidung hinab, dieses purpurne Loch, fluche nochmal leise etwas in die Richtung von, das ist der vierte dieses Jahr. Seid ja ein Krieger, mein Herr. Ein Ritter, Jalan Greifenmund vom Schnattermoor. Ich habe mich ein wenig verlaufen und ich werde es euch garantiert nicht anlasten, dass ihr euch bei solchen, was auch immer diese kleinen Dämonen waren, nicht hereingewagt habt. Ja, hier kann man wohl nie wissen, ob das jetzt Flüchtlinge sind oder ob sie mit irgendwelchen Dämonen paktiert haben. Das weiß man nie. Ich hätte ebenfalls zu Hause bleiben sollen. Aber gut. Sagt, wenn ihr mir zufällig den Weg zum Tor weisen könntet, will ich euch doch auf ein Bier einladen. Zum Oder Tor? drei. Wollt ihr euch nicht erstmal sauber machen oder so etwas? Zieh dann recht widerwillig den Wappenrock aus. Ich meine, zwei Straßen weiter ist hier eine kleine Taverne. Gut, führt mich doch erst einmal dorthin. Oh, mein Kopf. Teufelszeug. Die Tür geht auf und es kommt kalte Luft herein. Zwei Personen betreten die Herberge der gütigen Travia und ihr könnt erkennen, dass Jarlan darunter ist. Ja, Ragnar inzwischen mit Finn und Adipetu eifrig am Saufen, schaut dann zu ihm rüber und meint: Jalan, komm her! Und würde Das ist der dann. reiche Jalan! Komm rüber, Jalan! Ruft immer auch noch durch die ganze Kneipe. Hier seid ihr beide. Bewege mich mal mit Wunderhammer, nehme ich an, durch die Kneipe. Was hast du da auf der Brust? Oh, immer noch. Ignoriert das. Hört! Bringt uns doch mal einen Humpen Bier oder Wein, was auch immer ihr habt. Jawohl. Verzeiht, mein Herr, ihr kennt die, erkennt die?
Ihr scheint ja relativ viele Bekannte hier zu haben, wenn... Ja, ich habe hier mal gewohnt, aber... Jalan kenne ich von woanders. Wir haben gemeinsam mehr als einen Dämonenpakt hier wieder zurück in die Niederhöhlen geschickt. Oder Arm abgeschlagen. Erzählt Ihnen die Geschichte aus Boron. Ah, gerne. Also, ich und Jalan sind auf jeden Fall in Boron gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo Boron liegt. Auf dem finsteren Maraskan. Naja, Maraskan ist euch allen hoffentlich ein Begriff, dass dort alles und jeder euch umbringen will. Ist bei Al-Anfa, oder? Fast. Gegenüber davon, ja. Auf jeden Fall hat es sich ergeben, dass Jalan und ich auf einem Schiff dort eingelaufen sind und dann dort in die Blutspitze infiltriert sind. Die Blutspitze ist... Nun ja, ne? Ich denke, das ist euch ein Begriff. Ne, die Speerspitze, Entschuldigung, nicht Blutspitze. Während Ragnar gerade diese Heldengeschichte erzählt, scheint wohl, naja, Praios, Fex, wer auch immer diese Geschichte unterstützen mag, ihm zu helfen, indem die Kerzen ausgehen und die Sonne sich verdunkelt. Die ganze Taverne wird, ja, plötzlich sehr ruhig, auch wenn nicht so sehr viele gerade hier sind, aber die Kerzen gehen aus, auch das Lagerfeuer, was gerade in einem kleinen Kamin brennt, auch das geht aus. Was ist jetzt los? Das sieht aber nicht gut aus, was ist los? Hat er irgendwie die Tür zu lange offen gelassen? Oh, ich hab ein bisschen Angst. Aber erzählt weiter, eine gruselige Geschichte. Ich will ein wenig Sorgen machen, was hier gerade passiert. Geht so schnell hier die Sonne unter? Wir haben zwar Winter, aber nein, die Sonne ist doch gerade erst aufgegangen. Ah, lass mal rausgehen, gucken. Ich bin ja neugierig. Ja, Ragnar würde mit rausgehen. Schnappt sich seinen Rucksack und folgt dem Ragnar. Schauen wir mal. Das kann nicht natürlich sein. Betretet dann allesamt oder ihr verlasst allesamt die Taverne und stiert dann, wie ja, ziemlich viele andere Leute, die um euch herum stehen, teilweise aus ihren Häusern herausgetreten, teilweise auf der Straße stehen, teilweise immer noch aus den Fenstern herausschauend, allesamt in den Himmel. Das gleiche, nachdem Alaric, der Bettler, euch vor die Taverne voller Humpen geführt hat, könnt auch ihr erkennen, wie sich der Himmel unheilschwanger verdunkelt. Langbeiner, ist das normal? Was ist das denn? Nein, das ist nicht normal. Ich will zurück in meine Höhle. Wie am Arsch ist das dunkel hier? Was macht ihr denn? Ich will dir irgendwelchen Mist gebaut, ihr Langbeiner. Scheiße. Also der Himmel ist richtig stockfinster mit Wolken oder wird jetzt... Ja, zuerst war es nur eine Wolkendecke, die sich über die Sonne hier rüber gewallt hat. Aber jetzt kannst du auch erkennen, wie die Sonne tatsächlich verschwindet. Sie verschwindet einfach, ohne dass sie untergeht. Sie ist einfach weg. Und du kannst erkennen, wie sich in dem Himmel ein Wirbel bildet, der unruhig und chaotisch sich nach unten streckt, wie ein Wirbelsturm, der in die Stadt hineingreift. Hinter mich, mach die Armbrust bereit. Könnt einige Schwaden erkennen, die sich monströs nach unten strecken, formen, etwas bilden, Augen, Nase, eine Stirn, unter einer Kapuze ein Gesicht, mächtig, drohend, senkt es sich, ja, wie diese machtvolle Himmelserscheinung über Altgaret. Plötzlich dröhnt eine Stimme nach unten, mächtig, hallt von den Häuserdächern wieder in die Stadt hinein. Eure 1000 Jahre sind vorbei, Garete. Ich, Galata, Träger der siebenstrahligen Dämonenkrone und des Reichsschwerts Silpion, erbaue eine Metropole, gegen die Garete nur ein Provinzdorf sein wird. Die Eul Gormak, das dritte Bosbaran, die Kapitale der Horizonte. Zetat, fürchtet um alles, was war und was ist. Die Größe Transyliens wird euch verschwinden lassen. Ich kam nach Gareth, sah es und habe es für unvollkommen befunden. Eure eigenen Ängste werden zu Fleisch werden und euch vertreiben, ehe meine Truppen aufmarschieren aus allen Weiten, Höhen und Tiefen deres. Stirb, Gareth! Erst unter dem Namen Kolakai sollst du wieder auferstehen. Die Fratze öffnet das Maul, fährt mit dem wirbelnden Schwaden auf
Plätze. Greift nach unten und das, ja, bleibt dann eurem Auge verborgen, dort wo ihr steht. Ein eiskalter Sturm fegt über das Pflaster. Und dann könnt ihr Geschrei hören. Ich glaube, da hinten geht's. Sie kämpfen. Seid ihr bei uns, Almir, oder wollt ihr euch verstecken? Ja, sicher. Kommt, los. Los. Ja, also genau. Heute töten wir noch. Richtung Geschrei wahrscheinlich los. Ja. Das Geschrei kommt wohl vom Schlosswirt. Irgendwo auf der anderen Seite des Arenas. Des Arena-Wirtes. Was tun die anderen? Draußen in Mailas kommt. Ich recke mein Schwert gegen den Himmel und brülle der Fratz einfach so laut ich kann entgegen. Nicht, dass es etwas bringt, aber... Ragnar, wo kommt denn das Geschrei her? Was ist denn da in die Richtung? Ragnar wäre gerade während dieses Gesprächs wahrscheinlich in einer Schockstarre verfallen und würde sich dann, jetzt wo er angesprochen werden, quasi aus dieser Schockstarre wieder erwachen. Das wird die Schlossstadt sein. Dort wohnen die wichtigsten Patrizier und nun ja, alles was Rang und Namen hat. Das ist aber innerhalb der großen Stadt, oder? Ja. Dann schaffen die das schon, die haben ja genug Wachen. Was auch immer da vor sich geht, wir können nicht einfach hier sitzen, während was auch immer passiert. Und was dann wir dagegen tun? Wir gehen hin und schauen uns das erstmal an. Immer zuckt mir die Schultern, na gut. Setzt den Rucksack wieder auf den Rücken. Dann los. Ja. Ragnar führt, ich kenne den Weg nicht. Ja, Ragnar geht dann auch vor. Herr Ragnar, können wir uns schleich mich in die Stadt nehmen? Ich habe keinen Bock, jetzt mich mit den Wachen auseinandersetzen zu müssen wegen so einer Kacke. Ich denke, die werden gerade ganz andere Probleme haben. Ja, das ist gut so. Krame derweil mal mein Kettenhemd raus. Allein schon, um das Loch in meiner Brust zu verdecken. Wenn es laufen, wird langsam immer den Bogen schon mal bespannen. Wer weiß, ob man ihn braucht. Ja, Ragnar wäre dann nochmal kurz zu seinem guten alten Meister Vielfraß gelaufen und hätte dort in einem Rucksack einen meisterhaft gearbeiteten Streitkolben rausgenommen und sich damit auch bewaffnet und dann würde er zum Romuliser Tor vorrennen. Kannst du die Leute durch die Gassen führen? Sag gestattet. Und während ihr euch dann zum Geschrei nach vorne tastet, Bettler Alleric hat sich versteckt, der wird nicht in das Zentrum rennen, auch für kein Geld der Welt, aber die Schreie sind laut und da braucht ihr tatsächlich auch keinen Führer. Ihr könnt einfach den strömenden Menschen entgegenlaufen, die allesamt panisch durcheinander rennen. Ihr könnt noch hören, wie sie schreien, der Dämonenkaiser! Ein Pferd kommt auf euch zugerannt, das Pferd eines Zuckerbäckers mit Wagen samt und trampelt einige Menschen nieder, kommt tatsächlich auf euch zu, während das über einige Menschen auch drüber fährt. Pferd ist außer Kontrolle. Es geht jetzt gerade um Adeptus Amario Abelmigorbas und die beiden Zwerge. Oh, sorry. Nicht Gorbas, haben mich gerafft. Ich weiche dem Pferd möglichst großflächig aus und probiere mich von der Seite zu nähern, diesem Wagen. Was machen die beiden Zwerge? Ja, auch erstmal aus dem Weg. Pferde sind ganz schön groß. Gut, Athletik, plus 7. Okay. Ich glaube, ich bringe jetzt Abelbiobo. Ich fürchte auch. Oh, richtig gute Probe. Wieso plus 9? Behinderung. Ach, Behinderung. Wird aber automatisch berechnet. Ja, dann werdet ihr beide von dem Wagen des Zuckerbäckers erfasst und auch dein Träger wird ebenso erfasst und das Pferd rollt samt Wagen über euch drüber. 3W6. Okay. Der Zwerg will aber richtig. Ich glaube, jetzt bin ich unnötig. Oh Mann. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? 4? 4. Ja, da bist du jetzt kampfunfähig und liegst zockt am Boden. Sag doch, dass Abel mir vielleicht die höchste Rüstungszone irgendwo da abziehen darf von dem Elf. Hast du eine 1er-Rüstung oder so? Ich habe eine 3er-Rüstung, eine Lederrüstung. Komm, dann steh da noch. Dann steh da noch. Super. Also, die Rüstung abziehen? Dann kann, ich glaube, du hast auch wieder eine Wunde, ne? Aber ja, 10, dann bist du bei 5. 5 Lebenspunkte, bist auf alle Fälle noch kampfunfähig. Also kampffähig. Bei der 3 abziehen, dann bist du bei 7, ne? 3? Okay. Der 3 Punkte Rüstungsschutz kann er auch abziehen. Ja, 7. Ich war gerade nur bei einer 1. Typische Magier 1. Nee, passt. Gut, dann kannst du es abziehen. Dann also 7 LE noch. Gut. Ja, und dann machen wir das gleiche eben auch für Torgosch.
Okay, ich würfel Trefferzone, ne? Nee. Höchste Rüstung? Ah, okay. 6, 5? 9. 9, was? Ja, okay, dann kriegst du halt nur 9, aber das ist vermutlich auch eine Wunde, ne? Nee, gerade nicht. Gerade nicht. Ja, nimmst du wie ein Zwerg die Wunde ebenso nimmt. Pferd, der Wagen rollt über euch rüber und ihr rappelt euch wieder auf. Ihr könnt erkennen, wie wohl direkt vor euch eine alte, verkrüppelte Frau steht, die gerade in das eiskalte Wasser eines Brunnens gestoßen wird durch das Chaos. Irgendein Händler, der sie beiseite gestoßen hat, weiteres Geschrei. Ihr könnt wohl erkennen, wie einige Orks auf euch zurennen. Backe. Tordochai! Die Tordochai sind wieder hier! Jetzt könnt ihr euch beweisen, Abelmir, komm! Orks! Einen Moment, ich bin gleich auf den Beinen wieder. So lange können wir nicht warten, los, Edna! Geht schon mal vor, ich komm gleich. Denken, Igna, ich schaff doppelt so viele Orks wie du. Ach, mindestens dreimal so viele. Das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Ja, er zieht ebenso seinen Spieß und rennt gegen die Orks. Eine ganze Rotte, die da auf euch zukommt. Sollen wir irgendwas würfeln? Ja, wir gehen einfach gerade mal nach oben. Ragnar hat die Jalan, Ömer und Ragnar geführt. Ich muss gerade überlegen. Wunderhammer bleibt zurück, aber Finn und Tusche kommen mit. Das sind auch mutige Kämpfer. Natürlich kommt Tusche mit, der will ja Söldner werden. Richtig. Muss ich doch beweisen, wenn ihr ihn mitnehmen sollt. Der ist bloß leider ein bisschen zu besorgt. Was macht ihr mit Bisfrabul? Bleibt Bisfrabul hier, oder? Natürlich reite ich. Natürlich reitest du. Natürlich. Meine Gepäck sind alle meine Waffen. Ja, am Tor gibt es einige Verwunderungen. Die Wachen stehen hier, wissen nicht ganz einzuordnen, haben jetzt die Stadttore geöffnet. Einige Leute laufen hier dann direkt raus. Ihr könnt dann aber euch gegen den Strom pressen. Wirft mir auch mal gerne eine Körperbeherrschungsprobe plus 7, um euch gegen den Strom zu pressen. Kann ich da diesen Reiten würfeln? Fällt mir gerade so ein. Du darfst auch Reiten würfeln. Reiten plus 7. Okay. Das sieht nämlich wesentlich besser aus. Ragnar wird wohl vom Strom mitgerissen. Ragnar wird mitgerissen. Nee, Ragnar bekommt auf alle Fälle mal ein wie 6 Schadenspunkte durch irgendwelche Ellenbogen, die in deine Rippen kommen. Schade, ist nicht auf der 6 liegen geblieben. Ja, und könnt euch dann vorbeipreschen am Romilyser Tor, ohne dass die Wachen euch kontrollieren. Die sind, wie gesagt, gerade eher mit den Flüchtlingen da zugange. Und auch ihr könnt erkennen, wie einige Orks auf euch zurennen. Und wohl gerade unten, da wo der Effa-Tempel liegt, der direkt vor euch aufragt, kommen sie wohl. Und Jalan kann auch direkt vor sich sehen, von der Hauptstraße, wie ein Stierreiter, ein Ork auf einem Stier auf dich zugeritten kommt, eine Lanze tödlich nach unten gesenkt. Dann nehme ich meine eigene Lanze herbei. Der Führungswall gebrochen? Ragnar scheint verwundert zu sein. Ich rufe irgendwie zu Ragnar und immer runter. Pack die beiden! Initiative. Und dann losgaloppiert. Initiative von allen. Ja. Können wir jetzt nämlich gemeinsam in die Ini gehen? Das sind 7, die Hälfte davon ist 4, plus 16 sind 20, minus 1 von der halbe. Das sind 19. So. Ich habe hier mal eine Ini-Leiste. Da könnt ihr euch drauf einsortieren. Stierkrieger ist extra für Jan. Nett. Wo ist mein Token? Kann ich das einfach kopieren, oder? Ja, mach ich. Moment. STRG-C, STRG-V. Kannst dich da einsortieren. Ich muss gerade mal die Ini für die Orks würfeln. Gut, dann beginnen wir mit Torgosch.
Haben sich noch um mich andere Langbeinerkrieger versammelt oder bin ich der Einzige? Ja, nein, Krieger nicht. Die Leute sind vor allem auf der Flucht. Du kannst wohl auch noch erkennen, wie einige Soldaten dann wohl in andere Richtungen laufen, aber auf anderen Vierteln gibt es jetzt wohl auch einige arge Probleme. Viele haben Angst und du bist jetzt wohl erstmal alleine mit deinem Kameraden Igner und Abelmir gegen 5 andere Orks. Ich blick nochmal in Richtung Abelmir. Sieht er so aus, als würde der bald wieder aufstehen? Ja, nicht. Liegt noch schwer verletzt am Boden. Was tust du? 3, 2... Ich mach erstmal eine Defensive. Ich halte mich erstmal zurück und lass die auf mich zukommen. Das heißt, du willst umwandeln? Richtig. Gut, weil wenn du jetzt keine Aktion Position oder sowas machst, du kannst selber dann nicht angreifen. Naja, ich weiß. Du musst dann umwandeln. Gut, dann hast du 2 Paraden? Genau. Gut, dann ist Ragnar dran. Ragnar würde sich... Sieht der Tusche so aus, als hätte er eine Rüstung an? Nee, ne? Nee, der ist gegen Winter gekleidet, aber ansonsten hat er keine Rüstung. Da geht Ragnar mit seinem neuen erworbenen Kettenhemd in die erste Reihe mit seinem Morgenstern in der Hand und schaut grimmig in die Ork-Mäuler, geifenden Mäule, schluckt noch einmal und ruft Fürgaret und rennt darauf zu. Aktion Position oder Sturmangriff? Ich bleib lieber bei den anderen. Ich bleib da, Aktion Position. Also, okay, Aktion Position? Ja. Positionierst du dich. Gut, dann hast du noch eine Parade offen. Immer. Immer möchte ich ganz gerne hier das Haus hochklettern. Haus hochklettern. Aktion Position und dann lasse ich dich, also einmal Position und einmal hochklettern. Ich würde dir das gestatten. Wenn du mir eine Klettern plus 10 machst, dann kommst du in einer Aktion das Haus hochgelaufen. Ja, ich gebe mal 4 Astralenergie aus, um meinen Kletterwert um 8 zu erhöhen. Trag nur 2 Punkte Erschwernis ein. Ja. Kannst du das Haus hochrennen? Oh yeah. Ja, immer ohne Zweifel rennt, springt und von einem Vorsprung zum anderen springt er und ist deswegen innerhalb von wenigen Sekunden auf einem Vorsprung, der gute 2,5 Meter hoch ist und fängt an, den Bogen vom Rücken zu fummeln. Aber das passiert erst in der nächsten Runde. Ja, Lad. Ich habe meine Lanze an der Hand, wie ich sagte. Also das hast du innerhalb von wie viel Aktionen? Ich kann es in einer. Ich habe es vorher angesagt, ich weiß nicht, wie sehr dir das... Du kannst es in einer Aktion? Waffen vom Sattel ziehen sind eine Aktion. Okay, gut. Ja, dann sei dir das gestattet, noch bevor die Ini losging, hast du deine Lanze an der Hand. Weil wenn das jetzt 6 Aktionen gedauert hätte, dann hätte ich da gesagt, das lasse ich nicht zu, aber so ist okay. Um genau zu sein, es steht da drin, Waffen vom Sattel ziehen ist wie Waffen vom Gürtel ziehen. Entsprechend wird jetzt eine Aktion dem Pferd losgeritten. Dafür muss ich eine Reitenprobe würfeln. Ist nicht erschwert. Die ist erschwert durch Gelände, aber das darf ich halbieren. Ich nehme aber nicht, dass an der Stadt mehr als 6 Erschwernis gibt. Nee, wohl nicht. Gut, und dann 2. Aktion, Lanzenreiten. Lanzenreiten. Wie weit ist der weg? Also ich muss gerade gucken, die Distanz hier ist mal 10. Ich sag einfach mal an, der ist ungefähr noch auf 60 Meter. Gut, dann kommt ist es sowieso egal. Dann kommen wir bei Sprint. Doch, dann treffen wir uns diese Runde, wenn er galoppiert. Ja, er kommt auch auf dich zu. Gut, dann wird jetzt eine vergleichende Lanzenprobe geritten. Das ist ein Angriff auf Lanzenreiten. Sie ist erschwert um 5, da wir Reiter im Gestech sind. Und 2, da wir uns aufeinander zubewegen. Ebenso ist sie erleichtert um 5, wenn man Turnierreiter ist, und um 3, wenn das Pferd die Sonderfertigkeit Lanzengang hat. Vorher muss eine Reitenprobe erschwert um 3 gelingen. Erschwert um 0, wenn er Kriegsreiterei hat. Okay. Reitenprobe hattest du schon gemacht? Die ist nochmal separat. Gerade war sie die fürs Lossprinten. Gut. Also wird jetzt nochmal geritten. Die ist erschwert um 3. Das ist gelungen. Wenn er das nicht schafft, darf er nicht angreifen. Ja, schafft er. Zap Stier. Ja, dein Pferd Bisrabul, blutrünstig wie es ist, eben schon nach Ömer ausgetreten, sprintet auf ihn zu. Dann kommt jetzt die Probe. Wie gesagt, erschwert um 7 und erleichtert so, wie ich es aufgezählt habe.